Wir sind froh, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Ich glaube, dass die Partie war ausgeglichen am Anfang. Wir haben wenige zugelassen. Wir sind sehr fokussiert, sehr konzentriert im Spiel reingekommen. Sicherlich der Gelb-Rote hat uns in die Karte gespielt, aber wie man sieht im Fußball, auch wenn du in Überzahl bist, das heißt nicht automatisch, dass du unbedingt das Spiel gewinnen musst. Zum einen dürfen wir uns keine gelb-rote Karte abholen, nachdem der Spieler gelb verwarnt ist. Die erste gelbe Karte war, denke ich, etwas fraglich, aber die zweite darf man uns nie und nimmer holen, ja, wo ich dann 60 Minuten in Unterzahl spiele. Das geht nicht. Insgesamt hat die Mannschaft tapfer und gut verteidigt, hat es gut gemacht, nur leider ohne Ertrag heute. Deswegen, wie gesagt, bin ich ärgerlich. Für uns ist eine positive Spieltage. Wir haben die Vorbereitung darauf gelegt, eine gute Stadt zu erwischen. Mit 2 Heimspielen. Wir haben einen Schritt gemacht und nächste Woche wollen wir den zweiten auch vollziehen.